Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Teil über den Flugplatz Marx. Und dieses Mal zeige ich euch, wo ein Teil der Piloten untergebracht war. Als erstes schauen wir uns dafür wieder einmal die berühmte Karte von Google Earth an. Um zu den Piloten zu kommen, fahren wir die B437 von Friedeburg Marx nach Neuenburg Rhein. Hier seht ihr noch das Neuenburger Schloss. Das ist ja das ehemalige Krankenhaus gewesen, beziehungsweise ein Teil davon. Dann sehen wir hier die Neuenburger Kreuzung. Darüber fahren wir hinweg in Richtung Varel. Und hier habe ich es euch schon eingezeichnet. Hier geht es rein zu der Fliegerunterkunft. Und zwar ist das hier das Neuenburger Vereinshaus, wo es auch zum Sportplatz geht. Und die Geschichte schauen wir uns mal genauer an. Das ist also das Neuenburger Vereinshaus oder auch Niederdeutsche Bühne genannt. Hier sollen ein Teil der Flieger untergebracht gewesen sein, wie die Variante A belegt. Also ein Teil der Zeugen ist der Meinung, dass dies dort war. Im nächsten Teil beschäftigen wir uns über die zweite Variante. Fakt ist, in dem Gebäude war eine Schule und es waren dort auch Lehrer untergebracht. Wie gesagt, manche Zeugen sagen auch, dass zu der Zeit des Flugplatzes Marx dort auch Flieger untergebracht gewesen sind. Im nächsten Teil kümmern wir uns um die zweite Variante. Das war also die erste von zwei Varianten, wo die Flieger untergebracht waren. Fakt ist, sie waren auf jeden Fall untergebracht auf diesem Gelände, was ich euch gerade gezeigt habe. Aber die Variante A ist halt in den Gebäude des Vereinshauses. Und die zweite Variante zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass euch die Aufnahmen gefallen haben. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich wie immer freuen. Und ich hoffe auch, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, danke und tschüss.